Fernand Ledoux m'a dit, lorsque je débutais, il m'a dit, il faut que tu te souviennes qu'on va au cinéma pour voir des êtres exceptionnels, faire des choses exceptionnelles d'une manière exceptionnelle. Il y a un gars qui mange sa soupe comme ça, en train de... C'est inintéressant. Mais s'il en fout comme ça, qu'il s'en va par là, ça devient déjà plus drôle. Alors, mon bon Gerbert, ça va? Ça va. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Aïe! Difficile, ça, hein? Mais ça va venir. Bon. D'abord, il faut que ça vienne. Oh, quel changement! Quel changement! Quel beau bureau! Oh! Oh! Mon bon Gerbert, je suis navré de prendre ainsi possession de votre bureau. Je vous en prie. Je vous en prie, qui? Mon adjudant. Quoi? Chef. Chef! 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 Adjudant chef! Adjudant chef! Adjudant chef! Adjudant chef! Mitte der 60er entdeckt Frankreich einen neuen Komiker, der in den Kinos für nicht enden wollende Begeisterungsstürme sorgt. Ein Star ist geboren. Sein Name Louis de Funès. 8 Millionen strömen in den Gendarmen von Saint-Tropez. 12 Millionen sind es bei Scharfe Sachen für Monsieur. Und ganze 17 feiern die große Sause. Das ist unerreicht, nie dagewesen. Wie aber lässt sich diese Begeisterung der Massen erklären? Wie lautet das Geheimrezept, mit dem dieser umtriebige kleine Clown gestern wie heute Menschen jeden Alters zum Lachen bringt? Sind es seine jähzornigen Provinznotarallüren? Sein explosives Temperament? Sein unglaublicher Sinn für Satire oder sein einzigartiges schauspielerisches Talent? Mon comique vient surtout de l'intérieur. Ce sont des expressions qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire la lâcheté, la veulerie, tout un petit éventail très humain. Et c'est dans l'œil tout ça, vous savez. Après avoir ça, un sac, ça je pourrais rien faire avec un sac. Mais si j'ai la tête, ça va. Wehe, das Teufelchen wird losgelassen. Aberwitzige Mimik, zahllose Grimassen und Gesten. Louis de Funès ist stets mit vollem Körpereinsatz bei der Sache. De Funès agiert unheimlich körperbetont. Klar, dass er sich für Komiker interessiert, die sich zum Parodieren ihres Körpers bedienen. Er studiert die Art, wie sie sich bewegen, ob das nun das Gesicht, die Hände oder die Arme sind. Il me reste Laurel Hardy, Chaplin bien entendu, Harry Langdon, et voilà des acteurs qu'on ne s'inquiétait pas, W.C. Fields aussi, c'est ça que j'adore. Et c'est ça que je voudrais continuer à faire, j'étais impressionné par ça dans le comique, ça c'est mon vrai comique, c'est-à-dire un comique de situation. Louis de Funès. Das ist ein 1,63 Meter großes Energiebündel mit minimalistischer Komik. Im Unterschied zu seinen Vorbildern aus den USA, die in einer stürmischen Welt der Verfolgungsjagden und Heldentaten leben. Louis de Funès beschränkt sich auf den engeren theatralischen Raum. Geschlossene Orte, wo er so grotesk herumwirbelt, hüpft und stampft, dass kein Auge trocken bleibt. Propriétaire d'un véritable petit stade. Un stade, comme ça, un stade. Un stade.
Est-ce qu'en regardant jouer Chaplin, vous avez appris quelque chose pour vous-même, pour votre profession? Oui, j'ai appris le timing. Oui. Le timing, c'est un mot anglais qui n'est pas traduisible en français. Si, je crois que c'est le mouvement. Le mouvement d'un film. Le mouvement. C'est-à-dire aller vite, il n'y a pas de creux, il n'y a jamais de creux, pas de blanc. J'ai appris ça. 3, 4. Bemüht um den idealen Rhythmus, landet der Künstler beim Tanz. Die Akribie und lückenlose Präzision dieser Disziplin sind für Louis de Funès ein weiterer Trumpf, der ihm die Lachsalven des Publikums garantiert. Plié, tendu, la jambe, hop. Die essentielle Voraussetzung für den Erfolg seiner Filme. Ein Know-how, das er seiner Zeit als Barpianist ab 1943 verdankt. Die Musik ist der Schlüssel zu allem. In seiner Diktion, der Art, wie er Geschichten erzählt, lag ein Rhythmus, eine Melodie. Das hat ihm ganz sicher geholfen. Er war Musiker durch und durch. Ich lernte ihn als Pianist in einer kleinen Bar hinter der Kirche La Madeleine kennen. Er spielte dort jeden Abend und wartete immer auf den Inspektor von der Sitte, mit dem er dann vierhändig spielte. Hier machte de Funès seine ersten Nummern. Er stieg aufs Klavier, tanzte Hula Hu und die Leute bogen sich vor Lachen. Ich glaube, er war als Pianist so erfolgreich, weil in seinem Spiel schon damals eine ungeheure dramatische Intensität lag. Er schaffte es, dem Publikum einzuheizen. Er hatte die Gabe, immer genau die Stücke zu spielen, die zur Stimmung im Saal passten. Einmal hat er sogar einen Streit zwischen deutschen Offizieren angefacht, indem er das Tempo schrittweise immer mehr beschleunigte. Er besaß schon damals eine ungeheure Ausdruckskraft und einen unglaublichen Charme. Zum Leben reichte die Klavierspielerei allerdings nicht. Er war extrem schlecht bezahlt. Im Grunde lebte er von den Trinkgeldern. Daher entschloss er sich dann, kleine Nebenrollen, Statistenrollen anzunehmen. Einzig und allein aus dem Wunsch heraus, sich etwas dazu zu verdienen und über die Runden zu kommen. Mit persönlichem Ehrgeiz hatte das nichts zu tun. Sein Ehrgeiz war, etwas zu essen zu haben. Louis de Funès de Galarza kommt 1914 als Sohn spanischer Einwanderer in Courbevoie zur Welt. Ohne rechte Begeisterung besucht er als junger Mann die Film- und Fotografieschule in Paris. Die Zeiten sind hart. Er verdingt sich als Zeichner, Dekorateur, Buchhalter und Kirschnerlehrling. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist er 31, verheiratet und Vater zweier Söhne. Einziger Wunsch des Pianisten Louis de Funès: endlich ein gesichertes Einkommen. Der Film scheint ihm diese Chance zu bieten. Er beschließt, sein Glück als Schauspieler zu versuchen, geleitet allein von der Aussicht auf bessere Verdienstmöglichkeiten. Tagsüber Theater- und Kinostatist, abends Pianist. Von 1945 bis 1956 übernimmt er unzählige kleine Rollen. Ein Vermögen bringen ihm die mageren Honorare noch nicht ein, dafür aber zahlreiche Begegnungen. Er spielt mit Michel Simon, François Perrier, Fernandel, Jean Marais. Mal Kellner, mal geldgieriger Totengräber oder argwöhnischer Fotograf. An die 60 Filme, die de Funès mit allen Finessen des Metiers vertraut machen. Doch Produzenten und Regisseure sehen in ihm lange nur einen Zweite-Klasse-Komiker, prädestiniert für Nebenrollen. Drehbuch- und Dialogautoren wie Janson und später Audiard schrieben Schauspielern, denen man das Zeug zum Tonfilmstar zutraute, die Rollen auf den Leib. Für de Funès galt dies nicht. Man hielt ihn zu Unrecht nicht für fähig für solche Rollen. Man schrieb nicht speziell für ihn. Er war kein gefragter Schauspieler. Er galt nach wie vor als gestikulierender Hampelmann, der zwischen Brigitte Bardot und Jean Gabin oder Bourville herumhopste. Niemand dachte daran, dass er mehr drauf hatte als die Kellerszene in Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris oder auch längere Dialoge führen könnte. Keiner schrieb damals speziell für ihn.
In den 50ern heißen die großen Komiker in Frankreich Daricole, Francis Blanche, Bourville, Fernandel oder Fernand Reynaud. Im Gegensatz zum grotesken Auftreten eines Louis de Funès sind diese Stars Meister der Rhetorik. Ihre schärfste Waffe ist das Wort. À quelle heure vous atterrissez? Entre des comiques venus. Zwischen all diesen Provinzkomikern hat es de Funès schwer, sich in diesem Fach zu behaupten. Selbst Bourville, den er ein paar Jahre später trifft, ist bereits fest etabliert. Bourville verkörpert den naiven Normannen, Fernandel den typischen Südfranzosen, den Einwohner Marseilles, ganz in der Tradition eines Remus. De Funès jedoch hat noch nicht zu der für ihn passenden Ausdrucksweise gefunden, die ihm etwas später dann zum Durchbruch verhilft. Immer noch mit Blick aufs Honorar verfolgt Louis de Funès parallel zum Film eine Bühnenkarriere. Sein Talent zeigt sich zunächst im Kabarett, wo er das Publikum von Jules Renards Journal auf eine neue Reise mitnimmt. Es folgt die Bouboute-Revue mit den berühmten Branquignols um Robert Derry. Die Truppe wird zu seiner zweiten Familie. Ein Kabarett, das war ein Restaurant mit einem Podium. Die Leute kamen zum Essen, man sagte zu ihnen, heute Abend tritt eine Sängerin auf. Ah ja? Wie heißt sie? Barbara. Na gut, mal sehen. Da ist ein Mädchen, das Gedichte aufsagt und Chansons singt und einen Sketch zum Besten gibt. Und wie heißt sie? Jacqueline Maillon. Na gut, kenne ich nicht, mal sehen. Dann waren da noch Poiré und Serrault mit ihren Sketchen. Da war Duvalex, da waren Carmé und de Funès, die ganze Clique um Robert Derry. Was ergibt das? Das ergibt Schauspieler, die beseelt sind von einer unglaublichen Leidenschaft. Die Vater und Mutter umbringen würden, um glaubwürdig zu wirken und ihre Sache konsequent durchzuziehen. Et maintenant, je voudrais bien savoir, quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant. Je pense que l'origine. Daher rühren wohl auch die verrücktesten und poetischsten Erfindungen von de Funès. Etwa, wie er die Nase unter den Schuh legt und sie dann wieder ins Gesicht steckt. Diese Gags rühren von einem unglaublichen Willen zum Perfektionismus. Er schildert etwa folgende Situation. Sie hat Pickel, aber was für Pickel? Und dann ahmt er Flugzeuge nach, die Bomben abwerfen. Und Pickel, die explodieren, die Kleidung ist voller Flecken. Das ist Improvisation ohne Text. Hey! Engagez-vous dans la douane, jeunes gens qui cherchent un emploi. La douane est un métier idoine. Louis liebte es, seine Sketche nach und nach auszufallen, immer zu Gags dazu zu erfinden, jeden Abend. Ich erinnere mich an eine ursprünglich ganz kurze Szene, wo er sagt, ihr überwacht den und den, macht die Augen auf. Ich mache die Augen auf. Sperren Sie die Augen auf, er sperrt sie besser auf als Sie. Das war's. Nach 2 Monaten dauerte diese Szene beinahe 10 Minuten, weil wir immer weiter improvisierten. Toujours dans la situation. Et qui me donne tous les droits. L'invention, c'est pas. Das Novum ist nicht, dass man den Text verändert. Das Novum ist, dass man eine Musik erfindet, so wie ein Musiker Töne improvisiert. Eine Vielfalt von Tönen zu einem ganz bestimmten Gefühl. Ein Gefühl kann mit verschiedenen Musikstilen ausgedrückt werden, wenn man dabei nur wahrhaftig bleibt. Wahrhaftig, authentisch sein, das ist die Grundlage von allem. Einem Schauspieler, der nicht authentisch ist, dem hört man nicht zu. Aber man kann die Wahrheit ausschmücken und die kleinen Verzierungen sind es, die eine Tonart bereichern.
Zwischen A, die schönen Bacchantinnen von Robert Derry, seinem ersten Erfolg anno 1951, seiner Rolle in Poppy oder in Jean Anouilh's Herr Ornifle über Sacha Guitrys Komödie Faisant en Rêve bis hin zu Feydeaus Floh im Ohr 1958 findet Louis de Funès im Theater den notwendigen Freiraum für seine Kreativität. Als ich den Floh im Ohr mit ihm machte, da besaß er als Schauspieler bereits jene unglaubliche Genialität und Einfallskraft. Jene unvergleichliche Art, mit den Reichen und Mächtigen umzugehen oder vor Kunden zu kuschen. Je ne me trompe pas, c'est bien madame qui est déjà venue ce matin. Oh madame, je suis flatté. Je comptais bien que ma discrétion m'assurerait le cas échéant la clientèle de madame, mais vrai, je n'attendais pas si tôt. Gegenüber seinem Personal indes äußerte er Worte von unvorstellbarer Brutalität, die wir dann zigmal wiederholen mussten. Mademoiselle se permet de juger ma clientèle maintenant. Allez, au lit. Faites-moi ce lit et vite. 1961 triumphiert die künftige Nummer 1 des französischen Kinos in Oscar. Endlich hat de Funès sein komödiantisches Pendant gefunden. Tausende Male im Theater aufgeführt, mit geradezu mechanischer Präzision fürs Kino adaptiert, zeigt Oscar die Geburt eines der größten französischen Komiker aller Zeiten an. Mit diesem Stück schuf er sich seine neue Persönlichkeit, den Typen, der in bestimmten Situationen vollkommen durchdreht und die verrücktesten Sachen tut, der etwa im Wohnzimmer Himmel und Hölle spielt. Wahnsinn. Hier erschuf er seine neue Persönlichkeit, die er dann in seinen Filmen wieder aufgriff. Ganz Europa kam, um Oscar zu sehen, was Regisseure wie Gérard Oury sicherlich auf gewisse Ideen brachte. Oscar verhalf ihm zum Durchbruch. Mit Oscar kommt Louis de Funès den ganz Großen immer näher. Er hat einen Charakter geformt, der perfekt mit seinem Äußeren harmoniert. Den letzten Schliff verpasst er seiner Rolle aber erstaunlicherweise durch Anleihen aus seiner Vergangenheit. J'ai eu un grand professeur qui était ma mère. C'était une espagnole très volubile qui prenait des colères fantastiques, suivie d'un seul coup, elle est entrecoupée d'un rire, parce qu'il y avait quelque chose, moi je la faisais rire au milieu d'une colère, par exemple, l'éclaté de rire. Ma mère adorait se faire servir. Elle méprisait des petites gens, sachant que c'était très mal. C'est une comédienne. Louis, sa mère. Seine Mutter dürfte ein Vorbild für ihn gewesen sein. Sie führte ihm vor, wie man unmittelbar auf Momente des täglichen Lebens reagiert. Das hat er verdammt gut verinnerlicht. Ich hatte etwas angestellt, erzählte er, und Mutter sagte, schon gut, mein Junge, schon gut. Doch sie näherte sich mit einem Teller in der Hand, den sie ihm an den Kopf werfen wollte. Ist ja gut, mein Kleiner, ist ja gut. Er hat sie stark nachgeahmt. Die Familie hatte damals wenig Geld und einmal erlebte er, wie seine Mutter schier durchdrehte, weil sie einen 10-Franc-Schein verlegt hatte. Sie stellte das ganze Haus auf den Kopf, drehte sämtliche Matratzen um und durchwühlte alle Wäsche und Kleidungsstücke, weil sie unbedingt diesen Schein wiederfinden wollte, den sie verlegt hatte. Das vermittelte ihm einen Eindruck davon, wie Geld die Menschen in den Wahnsinn treiben kann. Alles, was ihm auffiel, notierte er auf kleinen Zetteln. Im Restaurant notierte er sich das Verhalten einer Person und später ordnete meine Mutter diese Zettel ein. Manchmal übertrug er sie in Hefte, was zeigt, welch scharfsichtiger Analytiker er war. Er war ein bisschen wie Jane Goodall. So wie sie seit 30 Jahren Schimpansen studierte, so studierte er die menschliche Spezies. Ça.
Beim Dreh zu Gendarmen am Broadway fuhren wir zusammen auf der France über den Atlantik. Eines Tages, wir gingen zu zweit an Deck spazieren, sagte er zu mir, am Gang, allein am Gang können Sie den Charakter eines Menschen erkennen. Und dann gab er mir eine kleine Kostprobe. Er miebte den Autoritären, den Selbstbewussten, den Scheinheiligen. Nur durch den Gang, ohne ein Wort zu sagen. Einmal hatte ich ihm erzählt, ich sei in meinem Hotelzimmer in Paris von Wanzen zerbissen worden. Er ahmte nach, wie die Wanze mich biss. Ein Meisterwerk. Oder seine Katze, wie sie herumstolzierte und scheinheilig ihren Schwanz aufstellte. Dann packte er sie am Kragen und verdrosch sie. Ich kann nur sagen, es war genial. Oder er mimte zwei Damen am Strand. Er verglich sie mit den gackernden Hühnern, die auf einem dritten Huhn herumpicken. Einfach genial. Schade, dass wir das nicht aufgenommen haben. Und dazu das blöde Auge des Huhns, das neidisch auf das dritte Huhn schaut. Er war ein großer Fan von Jean-Henri Fabre. Fabre wirkte um 1860 nicht nur als Insektenforscher, wie meist angenommen wird, sondern auch als Verhaltensforscher. Er studierte also die Insekten und ihr Verhalten. In jungen Jahren war Fabre seine Bettlektüre. Eine These, die Fabre oft entwickelt und die mir von Ethologen bestätigt wurde, das ist der Kampf um die Macht im Tierreich. Egal ob nun bei den Affen oder bei den Tauben, stets gewinnt ein Tier die Oberhand über ein anderes. Bei den Schimpansen gibt es immer ein dominierendes Alpha-Tier. Doch es muss seine Macht pflegen. Um sie zu behalten, muss es nicht unbedingt kämpfen, sondern vielmehr gestikulieren. Um imposanter zu wirken, plustert das Männchen sein Fell auf, bis es doppelt so groß scheint. Für genau diese Dinge interessierte sich mein Vater, nur eben bei Menschen. In die große Sause schaffte es, Bourville zu unterwerfen. Letzterer zieht ihm die Schuhe an und nimmt ihn auf seine Schultern. Aber nicht, weil man das von ihm erzwingt, sondern schlicht und einfach aufgrund eines Anführergebarens. Mettez-moi à descendre. Ah ben, je peux pas, j'ai les chiens, voyons. Approchez-vous. Hein? Approchez-vous. Ah, ah, ah. Attendez. Hé, là, hé, hé. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Ben, pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, allez, en avant, allons. Ça fait trois fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo. Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Hein, vous croyez que c'est par là? Oui, oui. Ah, très bien. Dem Opfer Stan Laurel zieht Louis de Funès Oliver Hardy vor, den Peiniger, den der kommandiert. Ein Charakter, den er fortan im Kino ausbaut. Ein fieser kleiner Chef mit einem übersteigerten Hang zum Despotismus. Ein hinterhältiger Tyrann, der die Schwachen demütigt. Seine Untergebenen sind seinen Launen wehrlos ausgesetzt. De Funès regiert und terrorisiert. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi, maître. Et où vous croyez-vous? Mais à l'opéra, maître. C'est drôle, ça. Alors sortez. Alors tout le monde, sortez tous, je ne veux personne pour que j'arrête. Que tout le monde sorte. Et vous les musiciens, un peu. Et vous les et vous les fleuristes, un peu moins de bruit, s'il vous plaît.
Als intrigierender Orchesterdirigent 1966 in Die große Sause, als streberischer Kommissar in Fantomas, als überheblicher Gastwirt in Ein Herr aus besten Kreisen, als zynischer Chef in Carambolage oder als giftig penibler Feldwebel in den Gendarmen. Louis de Funès gefällt sich in den Rollen der Bösewichte, Schurken und Widerlinge. Avant, vous me disiez, je ne suis pas méchant. Non, pas du tout. Mais j'ai des instincts très méchants. Ah, oh là là, j'ai des instincts horribles. Si j'avais des... Mais ça s'évapore tout de suite. Mais je crois que tout être humain, je tenais celui-là, je lui arracherais. Mais puis ça s'en va aussi vite. Er war der einzige Komiker, der mit einer gewissen Form von Boshaftigkeit spielte. Er brachte die Leute zum Lachen, indem er sich mit allen nur erdenklichen Fehlern schmückte. Habgier, Feigheit, Scheinheiligkeit und so weiter. Dabei sind die französischen Komiker von Haus aus eher lieb und nett. Hier und da auch ein bisschen dümmlich. Er war das genaue Gegenteil davon. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Parfait. Au hasard. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que vous dites? Et moi, j'ai rien dit, chef. J'avais cru vous entendre parler. Ah non, je vous le jure, chef. Ah, c'est plus, j'en suis bête. Et puis s'en va. Ah ben ça, c'est de la triche, chef. Comment? Ah, je disais, c'est de la triche. Non, dites-moi, regardez-moi. Qu'est-ce que vous disiez? Ah, rien, rien, rien. Ah. J'avais cru vous entendre murmurer. Dites-moi, cette nuit, vous irez préparer le terrain, hein? Et vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Voilà. J'espère que vos camarades vous en ont dit. N'est-ce pas? Trompez! Pardon, chef, peut-être que juste un petit slip. Tu quoi? Non, juste un petit slip, je disais ça histoire de. Quand il faut, hein, chef? Er war ein Ausbund an Rüpelhaftigkeit, doch genau betrachtet führt das zur Katharsis. Man identifiziert sich damit, weil man es selbst nie zu tun wagt. Wie gern möchte man sich der Schwiegermutter oder jemand anderem gegenüber mal wie ein Flegel benehmen. Er tut es, und das ist ungemein erleichternd. Ce sont les choses sérieuses que j'interprète souvent en comique. C'est-à-dire les gens sérieux, les gens graves, sérieux, austères, qui quand il rentre quelque part, c'est quelqu'un qui rentre, c'est quelque chose qui va se demander, c'est pas rien, c'est pas un courant d'air. Et ça, ça me fait rire. J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des mimosas, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Mais je m'en fous, par exemple, au chef. Mais non, chef, moi, je m'en fous aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a rien. Ça va? Ça va très bien, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si, c'est monsieur Septime qui voulait remplacer le persil par de l'estragon. Dans le mimosa? Oui. Faut mettre du persil? Oui. Du persil et des oignons. Bah oui, je le disais. Ah non, non, c'est. Non, non, non. Mais non, c'est parce qu'il. Vous êtes pas content de mon petit fiole? Ah, c'est le petit Julien? Oui, le petit Aloïse. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de monde dans cette cuisine, non? Ah oui, moi je m'en vais plus. Non, je m'en vais plus. Bon, allez. On va bien, on va bien, Aloïse. Das war sein Typus, Überheblichkeit und Feigheit in einem. Er liebte es, den Feigen zu spielen. Er hat nur eins im Kopf, mich zur Schnecke zu machen. Doch wenn er der Unterlegene ist, dann kriecht er mir in den Arsch, wie man so schön sagt. Gemein zu den Kleinen und Untergeordneten, feige gegenüber den Großen und Mächtigen, systematisch katzbuckeln vor Stärkeren. Die Komik von Louis de Funès oszilliert zwischen zwei Facetten. Und stets wird er am Ende zum Opfer seiner eigenen Machenschaften. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du président de la République, je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. J'ai surtout pas eu de chance. Oh, si vous avez eu de la chance, et même beaucoup de chance, d'être décoré avant cette interlude télévisée. C'est... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est un signe par Rosette, c'est ce ruban, c'est un digne, moi, de conserver, puis c'est me serait de choix. C'est un personnage agressif. Die Figur, die er darstellt, ist aggressiv. Andererseits wird sie mit Ärger überhäuft. Und das macht sie wiederum so sympathisch. Einerseits ist de Funès der Inbegriff des fiesen Chefs. Andererseits würden wir unser Leben nicht gegen seins eintauschen, weil er seine Gemeinheiten um ein Vielfaches bezahlen muss. Er wäre schlicht widerlich, wenn ihm alles gelingen würde. Aber man hat fast Mitleid, weil er von Film zu Film immer mehr auf die Rübe kriegt. Und immer hat er eine Frau, die ihn unterjocht und nicht tun lässt, was er tun möchte. Ihr gegenüber ist er wie ein kleiner Junge. Musik
Louis de Funès entwickelt die Figur des verhinderten Tyrannen beständig weiter und bereichert sie um eine weitere komische Dimension, die Kritik an der Gesellschaft, in der er lebt. De Funès wird in dem Moment zum Star, als in Frankreich die gaullistische Ära beginnt. Die Kriege in Algerien und Indochina sind zu Ende. Frankreich wünscht sich nichts mehr als Ruhe und Frieden. Die Zuschauer wollen auf der Leinwand Helden sehen, die ihnen Zuversicht geben und den neuen Lebensstandard verkörpern, den sie sich gerade erobern. In den 60ern beschert der Wirtschaftsboom der Mittelschicht einen fantastischen Aufschwung. Campingurlaub ist angesagt. Freizeitvergnügen nehmen im Leben der meisten Franzosen einen zentralen Platz ein. Frankreich produziert, Frankreich konsumiert. Diese fulminante Prosperität bringt eine Kaste Neureicher hervor. Kleinunternehmer, Inbegriff der hektischen Geschäftswelt. Für Louis de Funès ein ideales Tummelfeld. Feiner dreiteiliger Anzug, ordenshungrig, schwarze DS-19-Limousine. Der moderne Geschäftsmann à la de Funès ist geboren. Mal Direktor einer Privatschule wie in Balduin der Ferienschreck, mal Edelgastronom, Reeder oder Kunsthändler wie in Balduin das Nachtgespenst, Industrieller oder Verpackungsguru. Bon, mes chers amis, revenons à ce qui nous occupe ce soir. Directeur de la Société Française d'Emballage depuis bientôt 25 ans, je n'ai jamais poursuivi qu'un seul but. Respecter, servir et gâter mes bons et fidèles clients. Aussi, ai-je voulu que notre usine parisienne soit enfin digne du marché européen. Il faut que la Société Française d'Emballage devienne demain... Devienne demain l'entreprise d'après-demain. Personal, das man gnadenlos ausbeuten kann, äußere Insignien des Reichtums. Louis de Funès geht ganz in seiner neuen Rolle des Karrieremenschen und strengen Sittenwächters auf. Selbst der getreue Wachtmeister Cruchot wird zur Karikatur. Er heiratet eine reiche Witwe, Schlossherrin obendrein. Madame muss ihn siezen und sich ganz der Erziehung der Kinder widmen. Kinder, die selbstverständlich später vom Vater das Familienunternehmen übernehmen. Dabei wird der Nachwuchs schon mal für Spitzeldienste belohnt. Eine profitgierige Figur, die es Louis de Funès ermöglicht, seine Parodie auf die Spitze zu treiben. Heuchler hat es immer gegeben. Geizhälse hat es immer gegeben. Naive und Trottel hat es immer gegeben. Die Welt ist voll davon. Ob das nun ein Trottel 2000 Jahre vor Jesus Christus war, er ist und bleibt ein Trottel. Und er ist genauso doof wie der Trottel aus dem Jahr 2002. Daher hat de Funès diese Figuren so gut wiedergegeben. Alles Figuren, die Louis de Funès zur Berühmtheit verholfen haben. Ihn gleichzeitig aber auch einem beängstigenden Erfolgsdruck unterwerfen. Bei jedem seiner Auftritte muss das Publikum lachen. Ah, mais moi j'ai pas attendu, je voulais pas devenir vedette, c'est mon Miami. Ça, je voulais pas, je voulais être second rôle et être très tranquille. C'est René Simon qui nous avait dit ça. N'allez jamais dans le végétariat, faites une belle petite carrière, vous aurez beaucoup plus d'argent, c'est bien plus tranquille, vous travaillerez tout le temps. Et j'étais comme ça, mais on m'a pris, on m'a collé. Er war derjenige, der den Film trug. Natürlich war da auch Michel Galabru. Doch im Grunde ruhte der ganze Film auf seinen Schultern. Wer eine so große finanzielle Verantwortung übernimmt, der hat natürlich auch Angst zu scheitern und zu enttäuschen. De Funès lebte in einer wahnsinnigen Anspannung, weil er unheimlich auf gute Qualität bedacht war. Er trug eine sehr schwere und teure Verantwortung auf seinen Schultern. Unter diesem permanenten Druck greift Louis de Funès ab den ersten Gendarmen zusehends in den Herstellungsprozess seiner Filme ein. Überwachung des Endschnitts, Mitwirkung am Drehbuch, Ausarbeitung der Gags. Der Schauspieler kontrolliert sein eigenes Spiel. Je ne veux plus être dirigé. C'est-à-dire, dis donc, Louis, tu vas te mettre là et tu vas faire ça. Je vois pourquoi, mais c'est une connerie. C'est moi, il n'y a que moi qui peux le sentir. Mais il peut me dire, dis donc, je crois que tu pourrais essayer ça. Essayer, ah, essayer, d'accord. Les autres, ça n'accepte plus là-dedans, fini. Il ne faut faire que des âneries, surtout dans le comique. Un acteur comique est un auteur dans toute chose. On ne devrait leur dire, d'ailleurs, on ne devrait jamais leur donner du texte à jouer. On doit leur dire, dis donc, voilà une situation, vous allez m'écrire votre texte. Écrivez-moi votre texte, vous allez nous dire comment vous voyez, et puis le conseiller. Les diriger tout doucement
Die Geschichte mit den Kartoffeln in scharfe Kurven für Madame, wo er Hitler wird. Diese Idee stammt ausschließlich von ihm. Und von solchen Gags wimmelt es nur so. Louis war unaufhörlich am Erfinden. Er hörte nicht auf, Dinge zu erfinden. Vous prenez ein Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Ça dépend, pour sechs Personen normal ou alors pour une personne normale, une grosse personne. Alors, ein Kilogramm Kartoffeln. 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je donne la recette à Blier, et puis voulez-vous la donner à ce monsieur qui était allemand? Et le hasard veut que, vous savez, dans la vie, vous avez une ombre, là, vous avez une ombre qui est faite par je ne sais pas quoi, par un abat-jour, une feuille, n'importe quoi. Et cette ombre-là, c'est la tête d'Hitler. Une tête de menace terrible, et l'autre est effondrée de trouille. Voilà un bon gag. Je crois qu'il est bon. Muskatnuss, Herr Müller! Signor Giganti, Monsieur le Commissaire, haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Wie in der guten alten Bronquignol-Zeit schart Louis de Funès auch im Film Profis um sich. Damit er vor dem reglosen Auge der Kamera trotzdem ungezwungen sein kann und die Witze wie von selbst kommen, will er von Freunden umgeben sein. Schauspielern, Technikern, Skriptschreibern und Regisseuren. Am Set wollte er nur bekannte Techniker haben. War jemand verhindert, war er todunglücklich. Dann musste er sich an neue Leute gewöhnen. In der Winterschläfer drehten wir einmal eine kleine Szene zusammen, als er mitten im Dreh innehielt. Er fragte, wer ist der lange Lulatsch da drüben, der mich die ganze Zeit anstarrt, ohne eine Miene zu verziehen? Es war mein Friseur, ein Kanadier, der es mit dem Lachen einfach nicht so hatte. Louis meinte, der muss weg, der macht mir Angst. So war das mit ihm. Claude Jansac ist da, Michel Galabru ist da. Bei Jean Gabin war es ähnlich. Der hatte auch immer seine Leibwache dabei. Als ich Weg ins Verderben mit Gabin drehte, da waren auch D'Alban, Francoeur und Gabriel Gobin mit von der Partie. Sie waren aufeinander eingestellt. Wenn ich dir dieses Stichwort gebe, dann sagst du das. Alles war exakt aufeinander abgestimmt, so wie Louis es mochte. Er knüpfte immer an irgendetwas an, immer zu. Man sagte etwas und er griff jeden Satz Fetzen auf. Vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Jede Sequenz baute er Aufnahme für Aufnahme weiter aus. Und er fand immer etwas Neues dazu. Daher brauchte er auch Partner, die stets voll bei der Sache waren. Denn er spielte jede Einstellung, als ob es die beste werden müsste. Manchmal war das bei der 8. der Fall. Manchmal aber auch erst bei der 25. Monsieur le Commissaire, vous êtes réfractaire. Walter refuse de se manifester à cause de vous. Mais c'est elle à la raison, c'est comme ça qu'il faut le jouer. C'est ça qui me fait rigoler. Alors attention, vous y êtes? Bon, ne le joue pas à fond. Hein. Est-ce mon voisin de droite? Monsieur le commissaire, vous êtes réfractaire. Walter refuse de se manifester à cause de vous. Dans ces conditions, moi, je me mets des mains de me foutre le camp parce que je suis avec vous. Non, je reste. Non, mais non. Oh, pardon.
Beim Dreh heißt es oft, nicht schlecht die Einstellung, die behalten wir. Probieren wir die nächste. Eine nicht schlechte Einstellung behalten, bei de Funès war das unmöglich. Er verstand sich darauf, eine Einstellung unverwertbar zu machen, solange er nicht zufrieden war. Daher kamen wir auch jedes Mal auf zahllose Aufnahmen, denn zufrieden war er selten. Da war keine einzige, die so in etwa okay war und die wir hätten verwenden können. Nein, er richtete es immer so ein, dass der Schluss fehlte oder irgendein Patzer mittendrin war. Irgendwas war immer. Ein schier instinktives Spiel und ein permanenter Perfektionismus. Geschont hat sich Louis de Funès, der Lachathlet und Workaholic, nie. 10 Jahre läuft er einen Marathon mit 25 Filmen. Von Quietsch Quietsch, Wer bohrt denn da nach Öl, bis hin zu Rabbi Jakob. Keine Pause gönnt er sich auch im Theater. Mit 57 liefert er eine meisterliche Reprise seines Oscar. Par deux fois, je vais aux limites de mes forces, je ne peux même plus respirer, je suis obligé de m'allonger pour retrouver la respiration. Parce qu'il y a Mario David qui est en scène, et à ce moment-là, moi, j'aurais bien les 2-3 fables à dire, là, pour qu'il rallonge un petit peu, je retrouve mon souffle. Mais ça tombe pile, et puis il faut que je rentre, alors là, 300 à l'heure. Doch am 20. März 1974 erleidet Louis de Funès einen Herzinfarkt. Mit Oscar hat er sich seine Gesundheit ruiniert. Das Stück hat ihn bis zum Herzanfall getrieben. Es war eine extrem kraftraubende Rolle und immer hat er sich voll verausgabt. Zwischen 2 Szenen legte er sich kurz auf den Boden und lutschte ein Stückchen Zucker. Mogeln war bei ihm nicht drin. Das Urteil der Ärzte duldet kein Pardon. Für Louis de Funès fällt der Vorhang für immer. Theater und Film sind fortan strengstens verboten. Jahre alt, mit schwachem Herzen zwar, doch immer noch beseelt von einem inneren Feuer, kehrt Louis de Funès auf die Bühne zurück. 1976 dreht er mit Claude Zidi Brust oder Keule und im Jahr darauf Der Querkopf. Da wir nicht das geringste Risiko eingehen wollten, engagierten wir für den Dreh einen Kardiologen. Außerdem stand stets ein Rettungswagen bereit, für den Fall, dass irgendetwas passieren sollte, damit er sofort versorgt und natürlich gerettet werden konnte. Ein Damoklesschwert, das den extrem körperbetonten Komiker zwingt, seine angegriffene Gesundheit nicht weiter zu strapazieren. Ein Handicap, das er durch mimische Glanzleistungen ausgleicht. Er erklärt sich auch bereit, die Hauptrolle mit aufstrebenden Talenten wie Coluche oder Jacques Villeray zu teilen. Und er ergreift die Gelegenheit, seine Ausdruckspalette um Nuancen wie Naivität, Emotionalität und Sensibilität zu erweitern und allen Zweiflern zu beweisen, dass er ein Allround-Talent ist. Ça te fait pas trop de peine que je m'en aille? Il faut faire à ton idée. Justement, les idées, on n'a plus les mêmes, alors on ferait que s'engueuler. T'es pas d'accord? J'ai aimé que toi, la Francine. Moi, pareil, le Bombay, je l'ai pas aimé, tu sais. J'y sais maintenant. Il faut que tu sois heureuse tout plein. Tu m'en veux pas? Pourquoi que je t'en voudrais, ma petite fille? Faut que je t'embrasse, mon glou. Oh, je sens le pinard. Dis pas de bêtises. Je te souhaite tous les bonheurs, ma Francine. Moi aussi, mon Claude. Dass das Rezept gut ist, beweisen seine 6 letzten Filme, darunter 2 Gendarmen und ein Geizkragen. Mit der Verfilmung eines Bühnenstücks von Molière verwirklicht der Schauspieler seinen letzten Traum. 1980 wird seine Karriere, die mit Oscar begonnen hat, durch einen César für sein Lebenswerk gekrönt. Erst 3 Jahre vor seinem Tod erweist ihm die Filmbranche, vertreten durch Jerry Lewis, endlich eine einmütige Hommage. Unangefochtener Meister des französischen Klamauks, genialer Karikaturist, verbissener Perfektionist. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter diesem Erfolg, Monsieur de Funès?
il perd sa place. Si on le remplace, je serai pas inquiet. Il pourra grâce à ses godasses devenir sire de parquet. Quand je me balade dans mes godasses, quand il se balade dans ses godasses, dans mes godasses, le monde est à moi. Dans ses godasses, le monde est à lui. Faut dire qu'un pas dans mes godasses, faut dire qu'un pas dans ses godasses, pour un douanier, ça en fait trois. Ça en fait trois. Venez avec moi dans mes godasses, y a de l'espace pour vous et moi. Nous ferons le tour de la place, moi avec vous, vous avec moi. Nous ferons le tour de la place, moi avec vous, vous avec moi. Nous ferons le tour de la place, moi avec vous, vous avec moi.